Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie, was ich schon immer mal im Thermomix ausprobieren wollte. Das Rezept heute ist ein Wunschrezept von unserer lieben Hanna, die da hinten sitzt, die könnt ihr nicht sehen, denn die macht sowohl die Redaktion als auch die Rezeptauswahl als auch die Kamera, wofür ich mich ganz herzlich bedanke, dass ich hier nicht alles selber alleine machen muss. Und da die aus Frankfurt kommt, hat die gesagt, ich würde gerne mal Frankfurter grüne Soße machen im Thermomix. Und dann haben wir geguckt, ob es da irgendwie ein tolles Rezept gibt, aber der kritische Frankfurter Blick hat gesagt, da ist nichts Brauchbares dabei. Wir machen das jetzt so, wie ich es zu Hause machen würde, aber halt eben im Thermomix. Ein super Experiment und ihr seid jetzt gleich dabei, ob das auch so wird, wie sie sich das vorstellt. Kräuter brauchen wir dafür und zwar jede Menge, denn mindestens so will es die Tradition, die über 4000 Jahre alte der Frankfurter grünen Soße, mindestens 5 verschiedene Kräuter. Ich habe euch ein paar mehr mitgebracht und zwar haben wir Petersilie, wir haben Pimpinelle, wir haben Kresse, dann haben wir natürlich Schnittlauch, Borage, Dill. Das hier ist Kerbel und Sauerampfer. So, das müssen wir jetzt irgendwie klein schreddern. Normalerweise würdest du das mit dem Messer klein machen, aber wir haben ja unseren Thermomix. Und wie gesagt, ich schau mal, ob ich den hohen gastronomischen Ansprüchen von unserer Redaktion hier gerecht werde. Ich schmeiß das jetzt alles mal hier in den Kessel rein und versuch das. So war meine Ansage. Es muss so klein wie möglich gehackt sein. Also schmeißen wir mal alles rein und dann schredder ich mal so auf Stufe 8, so 5-6 Sekunden und dann gucken wir mal, was da raus geworden ist. Achso, ich habe übrigens gefragt, wie viel von welchen Kräutern nimmt man denn da eigentlich? Die Antwort war relativ einfach, was halt da ist, da musst du halt gucken. Also es scheint irgendwie Frankfurter grüne Soße doch immer irgendwie anders zu schmecken. Wahrscheinlich hat da jeder so sein eigenes Geheimrezept. Ich mache jetzt den Kessel mal voll und schredder. Die Kräutermenge überrascht mich doch jetzt ein wenig. Es wird entweder sau viel, aber ich weiß jetzt schon, dass die 5 Sekunden nicht ausreichen werden. Und da es ja völlig egal ist, wie klein das ist, so wurde mir es gesagt. Machen wir jetzt gleich mal 10 Sekunden. 10 Sekunden, Stufe 8 und dann gucken wir mal rein und dann kann man immer noch einen draufsetzen. So, auf geht's. Ah, sehr schön. Unten klingt es auf jeden Fall gehäckselt. Und oben hat sich noch nichts getan. Sehr schön. Dann würde ich das tun, was man normalerweise in den Rezeptbüchern mit Hilfe des Spatels beschreibt. Das Ganze klein mischen. Also machen wir nochmal 10 Sekunden und vielleicht fangen wir mal langsamer an, etwas so mit Stufe 4 und drehen dann langsam hoch. Ja, das geht schon besser hier. Das wird schon besser. So, jetzt ist die Zeit vorbei, aber es ist doch schon ordentlich geschreddert. Ich schredder jetzt einfach weiter hier. 20 Sekunden. Nochmal mit Stufe 4 weitermachen. Das muss doch klein zu kriegen sein, das Zeug hier. Langsam anfangen und hochdrehen. Ich glaube, da können wir nochmal. Voilà. Und? Geh auf. Es riecht nach Wiese. Und es sieht sehr gut geschreddert aus. Ich bekomme ein anerkennendes Nicken hinter der Kamera. Dass ich mal als das passt so deute. Man könnte es vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner machen, aber dann wird es Matsch. Also das war jetzt okay. Also wie gesagt, ich kann euch da jetzt gar nicht genau sagen, wie viel. Es kommt wahrscheinlich echt auch auf die Kräuter an, wie viel ihr da reinmacht. Ich habe jetzt also mit 4 angefangen und habe mich langsam auf 8 hochgearbeitet. Das Ganze etwa so ja, 15, 20 Sekunden. Ja. Reicht. Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. Der nächste Arbeitsschritt, der mir hier gerade mittels eines großen Schildes zugereicht wird, ist die Sahne, die jetzt da reinkommt. Und zwar haben wir jeweils 2 Becher saure Sahne.
Das ist die, die nicht aus dem Becher kommt, wenn man keinen Löffel holt. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Manchmal klappt das ja. Ne? Manchmal klappt das, dann macht das plopp und gut ist. So, hier nicht. Also zwei Becher saure Sahne und zwei Becher süße Sahne. Auch hier glaube ich, kann man natürlich auch weniger machen. Ne? Wenn er weniger Kräuter holt, dann nimmt er einfach auch weniger Sahne. Das ist, also man hat mir eben gesagt, das ist so ein Rezept, da gibt es eigentlich kein Rezept. Das macht halt jeder so, wie er es will. Finde ich eigentlich ganz gut. Wir machen es heute so, wie ich es will. Oder wie ich es gesagt bekomme, sagen wir es mal eher so. Dann kommt Essig rein, ein Schuss, ein bisschen Öl und ein bisschen Zitronensaft. Aber ich mische jetzt erstmal, damit ich gucke, wie viel. Pfeffer und Salz kommen ebenfalls dazu, aber das muss man halt abschmecken. So, wichtig, Löffel rausholen, bevor ich das Ganze jetzt mische. Tendenziell würde ich das Ganze jetzt so auf Stufe 5 miteinander vermischen. Ja, und zwar auch mal nochmal so 5-6 Sekunden. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Eine schöne Konsistenz. Ich schmecke das jetzt mal ab. Für mich könnte das so bleiben, aber muss auf jeden Fall noch etwas Salz rein. Ich würde mal sagen, so ordentlich. 1 bis 2 Teelöffel können da ruhig rein. Ein bisschen Pfeffer. Die Frage ist jetzt, wie viel Essig machen wir da rein? Ich mag es ja gerne ein bisschen saurer. Ich mache mal 2 Esslöffel. Da kann man immer noch mehr reinmachen, weil es kommt ja auch noch Zitronensaft rein. Also 1, 2 Esslöffel Essig und vielleicht 1 Esslöffel Zitronensaft. Das denke ich, schmeckt dann ordentlich. So, ihr könnt natürlich auch frischen Zitronensaft nehmen, aber ich habe den erzählt hier aus der Flasche. Und 1 Esslöffel Öl, rein gefühlsmäßig. Wie gesagt, ich mache das jetzt echt ohne Rezept und so, wie man mir eben gesagt hat, dass es hätte sein sollen oder dass es sein muss. Schauen wir mal. Nochmal ein bisschen mischen. Ein paar Sekunden. So, und dann schauen wir mal. Hier oben am Deckel schon was. Cool. Also, ich muss auch dazu sagen, es ist das erste Mal, dass ich das esse. Oder probiere. Guck mal, so sieht es aus. Die Konsistenz ist schon sehr sämig. Mhm. Also für mich könnte noch ein bisschen mehr Zitronensaft rein. Ich werde das aber jetzt gleich mal unsere Fachfrau hier, unsere Frankfurter Soßenfachfrau abschmecken lassen. Die wird mir sagen, ob das so ist, wie sie das aus ihrer Kindheit kennt. Und also ich finde es gut. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, natürlich klar zu Eiern, zu Pellkartoffeln, gebackenem Fisch habe ich gehört, aber Rindfleisch, keine Ahnung, als Soße, die wird auf jeden Fall kalt serviert. Ich finde es klasse. Man kann die wahrscheinlich auch noch ein paar Tage irgendwie oder so einen Tag oder so im Kühlschrank stehen lassen und dass die zieht, dass die Kräuter noch mal ein bisschen durchziehen. Nehmt die Kräuter, die ihr habt, die ihr zur Verfügung habt, probiert da was aus. Es ist leider nichts Vernünftiges, was irgendwie unseren hohen Ansprüchen aus der Frankfurter Redaktion entsprochen hat, im Internet zu finden. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, hey, ich mache schon seit 15 Jahren mache ich die Frankfurter Soße im Thermomix und ich mache das ganz anders als der Kai, dann schreibt mir das. Ich bin sehr gespannt und wir arbeiten dann dran. Ansonsten probiert dieses Rezept gerne mal aus. Ich bin begeistert, ich habe aber auch leider keinen Vergleich. Wünsche euch viel Spaß. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Guten Appetit. Übrigens, das kann ich euch jetzt nicht vorenthalten. Die Hanna hat gerade probiert und hat gesagt, das ist geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das im Thermomix so gut funktioniert. Also, top.